Wir haben gewonnen? Hast du Lakshmana gefunden? Nein. Ich weiß nicht, was es ist. Ist doch unwichtig. Nein. Du hast recht. Was zählt, ist Kyras gemeinsam wieder aufzubauen. Okay, scheinbar geht's jetzt doch noch weiter. Willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Oder haben wir jetzt noch irgendwelche Nebenquests oder so, die wir jetzt erledigen müssen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich komme auch nicht mehr aus dem Haus raus. Da. Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzumieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Ja, scheinbar können wir jetzt noch hier die letzten Aufträge erledigen. Haben wir irgendwo eine Missions... Nö. Wir könnten die... Wir haben die doch eingenommen. Ah, das war, glaube ich, die königliche Festung. Ich denke, das soll dann eigentlich nur die Sache sein, dass denn hier keine die Außenposten nicht mehr angegriffen werden. Denke ich zumindest mal. Nö, Aufträge haben wir, glaube ich, keine mehr da. Gut, dann werde ich jetzt zu dem schon angesprochenen zweiten Ende kommen oder alternativen Ende. Und ja, dafür starten wir einfach dann mal ein neues Spiel. Und bleiben dann bei Pergamin sitzen. Ich hoffe, ich kann es am Anfang, ich meine, obwohl, machen wir vielleicht mit Intro-Sequenz. Ich mache nochmal mit Intro-Sequenz. Haben wir ja lange nicht mehr gehabt. AJ, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmana. Stimmt, das haben wir jetzt ja eigentlich. Mr. Gale, ich bin Jeff Peterson von der US-Botschaft. Das Einzige, was wir nicht erledigt haben. Weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Ein Pass. Was ist los? Da habt ihr alle. Patna, Boss. Patna.
Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins. Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Foto. Guck in die Kamera. Lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Should I stay or should I go? Gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Depleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt.
Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter. Deine Mutter andererseits. Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfahl. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simmst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe! Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe! Nutzt dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun... Bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. So, und diesmal werden wir auch genau das tun. Wir warten einfach und dann gibt es halt noch ein alternatives Ende. Wie gesagt, vielleicht fliegt uns wirklich ich habe den Namen schon wieder vergessen. Lakrash. Und, ja, da unten wird... Ja. Ist gerade eine Party im Gange. Wie gesagt, dann dachte ich mir, das können wir dann als quasi als kleine Bonusfolge oder als Abschlussfolge nehmen. Intro könnt ihr ja, wenn gewünscht, überspringen. Ich habe es jetzt einfach der Vollständigkeit nochmal reingepackt. Ja, und dann... Ist gar nicht, könnt ihr schon... Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal anfangen will. Ne, ich glaube, ich warte lieber auf Park An Min. Es gibt also wieder Krabbenragu, wie beim Ende. So schließt sich der Kreis. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hier warten müssen. Ist irgendein Affe wieder abgängig, wie mir scheint? Das Geld liegt auch noch darum. Wir haben halt natürlich auch noch nichts, keine Waffen natürlich. Wir sind ja gerade gefangen genommen. Scheinbar sind wir aber auch entfesselt worden und wir haben noch nicht mal einen Stuhl hier. Doch, den haben wir nur gerade zurückgeschoben. Können noch ein bisschen die Aussicht genießen. Die ist ja echt schön. Und wie ich in der letzten Folge dann doch fälschlicherweise angenommen habe, wir sind nicht bei Park An Min hier gestartet, sondern ich dachte mir auch, der Tisch war irgendwie wesentlich kleiner und das Ganze viel heller. Sondern das war hier Depleurs Anwesen.
Der, den wir als erstes erledigt haben von den Gefolgsleuten. Ah, der Herr Pagan Min lässt doch ganz schön auf sich warten. Muss ich mal sagen. Ich guck mal gerade, wir haben natürlich noch nichts hier freigeschaltet. Herstellung, bla, Fortschritt. Ja, und das sind dann auch, das habe ich im letzten Mal auch komplett übersehen, hier die ganzen Orte und Zeug. Quasi den Kodex sozusagen. Schön, dass mir das jetzt erst auffällt, am Ende der Folge. Wie sieht's denn aus? Ich bin gerade auch versucht, einen Schnitt zu machen, weil meine Gedanken zum Spiel will ich dann doch lieber erst im Abspann dann zusammenfassen. Ich habe nämlich da die Befürchtung, dass wenn ich jetzt anfange hier zu reden, dann platzt der Herr Pagan rein. Deswegen, wir machen mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns wieder, wenn der Pagan Min zurückgekehrt ist. Oh, fun-fucking-tastisch. Du, Sir, bist ein Gentleman. Ich muss mich entschuldigen. Wir sahen Terroristen in der Nähe, bla bla bla. Das Krabben-Rangoon, na, es ist... Wunderbar. Hm. Na? Dann komm, gehen wir. Er ist ja doch noch angekommen. Weißt du, es überrascht mich schon, dass deine Mutter dich bat, sie den ganzen Weg hierher zu bringen. Ja. Danke sehr, Kamran. Dann soll ich Ihnen folgen? Verdammt, ja, Junge, die Asche deiner Mutter verstreut sich nicht von selbst. Nun, hat deine Mutter dir je von deinem Vater erzählt? Niemals, nein. Mohan, der große Führer des Goldenen Pfads? Dieser Drecksack. Er war so eine Art Zuhälter, schickte sie als Spionin zu mir. Aber wir verliebten uns, bekamen ein Kind. Da zeigte Mohan dann sein wahres Gesicht. Hm. Er hat dich und deine Mutter vertrieben und ermordete deine Schwester, Lakshmana. Deshalb sind wir hier. Hm. Lakshmana sollte nicht länger alleine sein. Ich bin so froh, dass wir endlich wieder vereint sind. Nach dir. Okay, hat jetzt so, ich weiß gar nicht, Viertelstunde ungefähr gedauert. Ist nicht genau auf die Uhr geguckt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben sogar die Ruhe des selber oder selber die Mutter dann bei. Ach, hier wäre also noch eins der Tagebücher. Dann kann man die, also ich schätze mal, wenn wir dann in der letzten Folge halt die Möglichkeit gewählt hätten, dass er uns hierher bringt, wären wir halt auch wieder hier gelandet. Und ja, ein Jahr ist die geworden. Dann setzen wir mal die Urne daneben. Ich liebe dich und ich werde immer bei dir sein. Ja, da hat sie wohl recht. Oh, prima. Geht es dir jetzt besser? Hast du damit abgeschlossen? Gut.
Dann können wir jetzt vielleicht endlich ein bisschen rumballern. So, und dann haben wir uns scheinbar jetzt Pagan angeschlossen, wie es scheint. Ja, dann jetzt aber die Endcredits. Und meine Gedanken zum Spiel kann ich dann jetzt auch mal zusammenfassen. Wie üblich fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an. Grafisch sah es sehr, sehr gut aus. Ja, gab halt teilweise ein paar Einbrüche, aber das ist halt der Unterschied zwischen Open World und abgesteckten Levels, wie beispielsweise bei Battlefield Hardline. Das sah ja auch sehr gut aus und lief halt deutlich besser, einfach aus dem Grund, da es halt keine Open-World-Szenarien waren. Ja, wie gesagt, grafisch sehr, sehr gut, aber das war ja zu erwarten eigentlich. Story hat mir auch gut gefallen, war sehr angenehm zu spielen, gab immer wieder ein paar Überraschungen und ja, war sehr angenehm, auch das Einnehmen mit den Glockentürmen und so, da gab es halt auch ein paar, die ein bisschen schwieriger waren, das war nicht mehr der gleiche Einheitsbrei. Und ja, dann allerdings, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr negative Sachen sind, allerdings, es hat mir, um das mal zu sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, die positiven Sachen überwiegen auf jeden Fall bei dem Spiel. Bei den negativen Sachen, halt, dass halt diese Nebenmissionen immer das gleiche sind und dass man da halt dann, ja, dass die sich halt, gut, es gab halt schon ein paar unterschiedliche, aber die an sich waren halt immer die gleichen. Die Shangri-La-Mission haben mir übrigens noch ganz gut gefallen, also die waren sehr schön abwechslungsreich gewesen, aber der Rest dann mit Geiselrettung und hier und da, das habe ich dann auch extra nicht mehr gemacht. Ja, Einnehmen von den Außenposten hat sich gelohnt. Die Jagd war auch ganz interessant. Negativ war dann allerdings, aber das habt ihr auch gemerkt, der Bosskampf von Shangri-La. Der hat mich ziemlich aufgeregt. Wir haben sie am Ende dann doch noch geschafft, ohne irgendwelche Cheats. Aber wie gesagt, wäre ich noch einmal gestorben, hätte ich mir einen Trainer oder irgendwas geholt. Weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Und was halt auch noch ein relativ großer Kritikpunkt von mir ist, dass halt die Zwischensequenzen nicht abgebrochen werden können. Also da kann ich halt auch mal eine Story vom Freund erzählen, der das Spiel auch gespielt hat. Der meinte, er hätte dann irgendwie bei, wer war denn das? Ich glaube Longinus, wo er dann irgendeine Mission nochmal neu machen musste und dann halt diese Intro-Sequenz nochmal hatte. Und er hat gemeint, er war in der Zeit, während das Intro lauf, hat er erstmal Müll eingesammelt in der Wohnung und hat die dann noch nach draußen gebracht, an die Mülltonne, ist dann wieder rein. Und dann war das Intro gerade vorbei, dass er quasi dann weiterspielen konnte. Also, da wäre halt vor allen Dingen, wenn man die Mission neu machen muss oder das Spiel zum zweiten Mal spielt, da die Zwischensequenzen und Intros dann doch teilweise sehr lang sind, wäre es ganz schön, wenn man die abbrechen könnte. Ja, sonst noch irgendwas Negatives? Ich glaube, sonst ist mir dann auch nichts. Ach ja, gut, dass halt die, diese Animation vom Enthäuten der Tiere, also das war ja kein Enthäuten, das war einfach irgendwelche Gedärme rausholen und die haben sie auch, habe ich zumindest den Eindruck, 1:1 aus dem dritten Teil übernommen. Da hätten sie vielleicht auch noch ein bisschen was, sich eine neue Animation einfallen lassen können oder so. Weil das sieht halt wirklich so aus, als würdest du halt einfach da einmal reinstechen und dann halt ein paar Gedärme rausholen. Und mit Fellen hat das nicht allzu viel zu tun. Und ja, wie gesagt, teilweise dann auch, das war aber halt eine Designsache, dass dann halt vor allem bei Shangri-La diese Bogenschützen, dass die halt deine Sicht vernebelt haben. Das ist aber halt eine persönliche Sache, die mich halt persönlich bei Spielen andauernd stört, wenn du halt irgendwo, ja, nicht mehr deine Sicht eingeschränkt wirst und du halt nicht mehr siehst, wo was herkommt, was mir hier bei dem Spiel dann doch öfter mal passiert ist, zugegebenermaßen. Auch wenn dann viele Gegner kommen, dass ich dann etwas überfordert war anfangs. Deswegen bin ich auch ganz froh, den leichten Schwierigkeitsgrad genommen zu haben, einfach, dass wir relativ gut durchgekommen sind, abgesehen von zwei, drei Sachen.
Aber im Großen und Ganzen haben wir es ja eigentlich ganz gut hingekriegt. Okay, also wie gesagt, ich hatte echt Spaß an dem Spiel, hat mich gefreut, hat auch Spaß gemacht, so diese Sachen einzunehmen und die Türme zu erobern, die waren schön. Schön alternativ und schön abwechslungsreich gestaltet. Shangri-La hat mir gut gefallen. Dann diese anderen Nebenmissionen eher nicht so. Aber alles in allem war es ein sehr gutes Spiel und hat sich gelohnt, das Geld dafür auszugeben. Ja, das wär's dann von mir soweit mit dem DLC, also mit dem, weiß ich nicht, ob wir den machen werden. Ich glaube, ich werde es aber auch erstmal was anderes machen. Und werden sie es einem anderen Spiel widmen danach. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, ihr könnt euch gerne auf dem Kanal noch weiter umschauen, es sind ja einige Projekte mittlerweile da. Vielleicht findet ihr noch was anderes, was euch interessiert und wo ihr dann Lust habt zuzuschauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Das wäre es dann von mir, ich werde jetzt wie üblich halt nochmal die Credits durchlaufen lassen und dann sehen wir uns bei einem anderen Projekt wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Peacemaker.
ਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਲਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਮੂੰਹ